Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Clash-Mini-Event. Momentan gibt es ja jede Woche ein Event, geiler geht's nicht. Und das Event heute gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Letzte Woche das mit den Gizmos fand ich nicht so geil, aber drei Helden auf einem Spielfeld, maximales Chaos, ist übel funny. Und ich habe mal wieder das beste Deck für euch, also bleibt gerne dran, lasst mir ein Abo auf Ehre da. Wir starten rein, let's go! Erstmal haben wir hier natürlich wie immer den Event Pass, den wir uns kurz zusammen angucken. Es ist wieder ein Emote, den es schon gibt. Also solltet ihr den Emote schon haben, dann lohnt es sich nicht wirklich, den Pass für 1,99 zu kaufen. Die ganzen anderen Sachen, die es da drin gibt, die braucht man nicht wirklich. Vor allen Dingen, weil jetzt jede Woche ein Event ist, da bringen euch die paar Crystal Coins sowieso nichts. Wenn ihr noch nicht Max sein solltet, dann okay, dann kriegt ihr 100 Shards. Aber ansonsten kann ich euch den Pass wirklich nur empfehlen, wenn euch das Emote noch fehlt. Wenn nicht, dann spart euch den Pass. Das Event ist wie gesagt ein dreifacher Hero-Dwarf-Modus. Normalerweise fühle ich Dwarf-Modus ja nicht so mit Minis, weil die Chance dann immer zu random ist. Aber so muss ich sagen, ist wirklich geil. Du startest mit deinem normalen Deck rein und in Runde 2 gibt es einen neuen Helden und in Runde 4 gibt es einen neuen Helden. So, dass du am Ende maximales Chaos hast, aber noch deine eigenen Minis spielen kannst. Deshalb habe ich auch wieder ein Deck für euch vorbereitet. Ja, es ist relativ ähnlich zu dem Deck, was ich auch im Ladder spiele. Aber ich habe den Ice Wizard noch mit reingepackt, weil du halt komplettes Chaos auf dem Feld hast und so viele Minis und Helden gebündelt auf einem Haufen hast, dass der Ice Wizard eigentlich fast immer Value hat. Dann ein Giant Scaly aus dem gleichen Grund. Du triffst damit immer irgendwas. Ein Royal Ghost, weil der absolut OP ist. Den Warden als Helden wegen der Blockfähigkeit. Die ist richtig geil, wenn diese dann auch auf Helden übergeht. Den Prinzen für den Fall, dass der Gegner halt irgendwas in der Frontline hat, was nervt. Und noch einen Guard, um den Warden zu buffen. Ich denke, das sollte soweit klar sein. Wir gehen rein ins erste Match. Wir zocken gegen den Wraith Master. Ich habe gerade ein bisschen gepennt, habe schon geplaced, ohne was zu sagen. Wir starten so wie immer. Die Aufstellung kennt ihr. Warden vorne, Guard in die Ecke und daneben den Royal Ghost. Erste Runde sollte damit easy unsere sein eigentlich. So, wichtig wird es dann erst ab zweite Runde, je nachdem, was wir für einen Helden bekommen noch. Ich hätte ganz gerne noch einen Fernkämpfer und noch einen Nahkämpfer, so dass wir am Ende zwei Fernkämpfer und einen Nahkämpfer haben. Könnte sogar sein, dass wir die erste Runde der Overtime verlieren. Wäre die 40 Time noch ein bisschen länger gegangen, hätten wir es wahrscheinlich gewonnen. Ist aber nicht schlimm. Erste Runde ist nicht wichtig, Leute. So, wir spielen mit einem doppelten Warden. Das ist super geil, vor allen Dingen gegen den Wraith Master. Den zweiten Warden packen wir auch neben den Royal Ghost. Dann können wir den Royal Ghost erstmal hoch machen. Und wir spielen Giant Scaly direkt hier hin in die Ecke und machen unseren Guard noch auf die zweite Fähigkeit. Das soll es dann erstmal für die zweite Runde gewesen sein und wir müssen gucken, was er so spielt. Er spielt eine Shieldman. Interessant, gut. Erstmal machen wir nicht viel Damage. Immerhin kommt der Dart Goblin zu uns, das ist gut. Sobald wir ein Schild verlieren, ist der Dart Goblin dann gleich auch direkt tot. Wir machen Damage damit und damit haben wir einen dreifachen Buff auf beiden Wardens, sogar jetzt einen vierfachen und damit easy win. Ja, der nervt ein bisschen, der Wraith Master, ist aber nicht sonderlich schlimm. Wir machen jetzt den Ice Wizard auf erste und machen den Ice Wizard direkt auch auf zweite Fähigkeit. Als erstes will ich nämlich den Swordfishman ordentlich verlangsamen. Den Ice Wizard könnte ich eigentlich aufs Healfeld setzen, mache ich aber nicht, weil ich da möglicherweise den neuen Helden drauf placen will. So, Swordfishman und Wraith Master, alles verlangsamt. So. Giant Scaly ist gestorben, was gut ist, sein Royal Ghost direkt mit umgehauen. Mit dem Ice Wizard lenken wir noch seinen Wraith Master ab, haben damit auch den Swordsman schnell down bekommen. Und unser Warden hat wieder einen fünffachen Damage Buff. Besser geht's eigentlich gar nicht. So, der Wraith Master kann gar nichts machen. Wie gesagt, Ice Wizard ist eigentlich geil, weil der fast immer Value hat, wenn so viele Minis bzw. generell Einheiten auf dem Feld sind. Jetzt brauchen wir noch einen Nahkämpfer. Das wäre dann in dem Fall der Barbarenkönig, das ist ganz geil. Den packe ich auch aufs Healfeld. Da müssen alle seine Truppen noch ein bisschen mehr laufen. Mein Giant Scaly mache ich nochmal hoch und direkt auf Stun. Damit der Swordfishman, auch wenn er ihn jetzt auf 3 Stun macht, nicht wirklich eine Chance hat. Durch mein BK bekomme ich mit der Ulti natürlich nochmal einen zusätzlichen Damage Buff auf meine Wardens, was halt extrem stark ist. So, ich habe jetzt einen fünffachen Damage Buff auf meinem Warden. Leider hat die Queen ihn ein wenig weggesäbelt, aber es ist nicht schlimm, mein BK lebt noch. Wir gehen auf den Ice Wizard, die Queen ist verlangsamt, der Wraith Master ist verlangsamt.
Wir sind in der Friends Time. Könnte sein, dass wir die Runde jetzt verlieren, aber spätestens in der nächsten Runde sollten wir es dann machen, wenn wir den Royal Ghost noch zweimal hochmachen können. Royal Ghost auf 3 Star. Rein in die Runde. Der Dart Goblin ist schon mal wieder kein Problem. Der läuft uns in die Arme. Das sieht sehr gut aus. Ich habe gar nicht gesehen, was er hochgemacht hat. Ich glaube, den 2-Sperren. Unser Warren hat einen 6-fachen Buff. Besser geht's eigentlich gar nicht. Damit haben wir die Queen schon gut weggeflext. Sie ist zwar gerade erstmal unsichtbar, aber ist nicht sonderlich schlimm. Schnell wieder sichtbar geworden. Ice Wizard geht auf den E-Wizard und beides lebt noch bei uns. GG. Digga, es ist so verwirrend mit den ganzen Einheiten. Du kommst mit der Nachkommentary. Ach, keine Ahnung, was gar nicht hinterher. Also, erste Runde. Habt ihr gesehen, wie es funktioniert? Es ist wirklich komplett wirr. Ich komme gar nicht hinterher zu kommentieren, weil einfach viel zu viel passiert. Es sind so viele Einheiten auf dem Feld. Ich weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Wir gehen trotzdem jetzt noch in die zweite Runde. Und wir spielen gegen einen Monk. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich bin froh, dass der Monk in der ersten Runde schon ist und nicht erst später, weil später kann er ihn direkt auf meine wichtigen Einheiten setzen. Gegen den Monk setze ich in der ersten Runde natürlich nichts. Ich setze jetzt einfach nur meinen Warden und hoffe, dass der Monk nichts von mir trifft. Wenn er meinen Warden trifft, ist natürlich ein Superbruch. Gut, er hat den Monk in die Mitte gesetzt. Mehr machen wir jetzt erstmal nicht. Wir wissen, dass er eine Banditin spielt. Ist interessant. Dann werden wir schon mal keinen Helden spielen, der eine Elixierleiste hat, nehme ich an. Wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit Monk oder SK. Ich glaube, wir nehmen den SK, weil das ist der Held, der ohne seine Ulti immer noch trotzdem stark ist durch seine zweite Fähigkeit. Mit der Bandite müssen wir halt gucken. Alles, was Elixier hat, ist halt verkehrt und bufft ihm nur. So, SK machen wir... machen wir mit unsichtbar, wollte ich gerade sagen. Machen wir natürlich nicht, weil wir den nicht auf den Monk setzen können. Wir machen den Warden unsichtbar. Setzen den SK nach hinten, damit er laufen muss. Und bringen den Ice Wizard auch noch mit nach hinten. Genau wie es Giant Skelly. Und machen Giant Skelly noch auf die erste Fähigkeit. Er spielt eine Countess, ist interessant. So, wir müssen gucken, dass wir die erste dass wir die mittlere Reihe aussetzen, weil der Monk halt ein Bruch ist. Der Monk, der, wenn er seine Fähigkeit, sobald er seine Ulti hat, haben wir halt verloren. Deswegen ist es wichtig, dass der Monk am besten gar nicht seine Gleichfähigkeit bekommt. Das sieht aber schon mal gut aus, so wie wir es eingesetzt haben. Geil wäre jetzt noch eine Queen. Wir machen den Ice Wizard auf erste Fähigkeit, machen den Royal Ghost auf letzte Fähigkeit und beenden erstmal unseren Zug. Aha, er spielt einen Swordsfishman. Wir spielen natürlich wieder nichts in der Mitte. Gleich werden wir den Ice Wizard nochmal hoch machen, damit wir so viel wie möglich verlangsamen. Der Morgen steht jetzt in unserem Giant Skelly drin. Besser geht's gar nicht. Wir kriegen eine Ulti vom SK raus. Seine Banditin ist down. Ist so die Frage, ob der Monk das regelt. Das sieht leider so aus. Monk Ulti auf den Warden. Müsste seine Runde sein. Ja, das Ding ist abgegeben. Schade. Der Monk ist ein kleiner Bruch. Monk ist gefährlich. So, wir können zweimal refreshen. Ich hätte ganz gern die Queen und da ist die Queen auch schon. So, die Queen placen wir hinten in die Ecke. Dann machen wir unseren Ice Wizard hoch und im besten Fall kriegen wir den Royal Ghost jetzt auf 3 Star. Wir haben nur 2 Einheiten mit Energieleiste, was heißt, dass die Banditin eigentlich nicht ganz so viel Value hat. Er spielt einen BK, interessant, interessant. Unser Ice Wizard geht auf den Swordsman. Der kriegt keine Ulti raus, was gut ist. Der BK hat seine Ulti bekommen. Alles ist gebufft von ihm. Die Countess ist jetzt aber down und unsere Queen macht gut Damage. Der SK ist doch nicht gestorben, besser geht's gar nicht. Er kommt nochmal wieder. Habe ich gedacht. Unser Royal Ghost lebt noch. Wir sind in der Fancy Time. Der Monk ist die letzte Einheit. Er dürfte keine Ulti auf den Royal Ghost kriegen. Und damit ist das ein GG. 6 Elixier haben wir noch. Dann werden wir einmal den Guard auf 2. machen. Und den Prinzen auf seinen BK spielen. Prinz wird unsichtbar, das ist gut. BK hat dann so nicht ganz so viel Value, kriegt seine Ulti recht spät raus. Und mit dem Prinzen könnte es sein, dass wir den Monk gleich nochmal ablenken, dass der Monk auf nichts Wichtiges von uns geht. Die Queen ist ganz gut geschützt, Countess ist schon down. Monk ist jetzt auch down von uns, lebt noch alles Wichtige, zumindest unsere Carries wie den SK und unseren Royal Ghost. Bei ihm lebt leider auch noch der Ice Wizard. Aber unser Ice Wizard macht gute Arbeit und die Queen räumt von hinten auf. Ihr seht also, ihr fahrt ganz gut damit, wenn ihr 2 Fernkämpfer und einen Nahkämpfer habt. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, womit ihr bisher am liebsten gespielt habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.